einen schönen guten Abend, liebe Gäste, liebe Pressevertreter. Herzlich willkommen hier im VIP-Raum der Roten Teufel nach dem heutigen Hessen-Derby E2-9 gegen die Löwen Frankfurt. Ein 3:2-Sieg. Unser Dienstag Verlängerung vor ausverkauftem Haus. Und zwar exakt 4.304 Zuschauer. Ich begrüße beide Coaches hier vorne, zu meiner Rechten von den Löwen Tim Kehler, zu meiner Linken unseren Trainer Peter Pujala. Ich möchte aber wie immer als erstes das Statement vom Hesse-Coach hören und den Fragen der Spieler im Sinne aus dem Team und für das Great Game aufsehen. Well, I don't know if it was a great game, but it certainly was a great atmosphere and an atmosphere fitting of a derby. About the fans, certainly here in Nauheim, but the 800 or so that came from Frankfurt were just provided a great amount of energy. I didn't think it was a very well played game, and maybe to be expected with the 2 week break. I thought both teams at times struggled with some of the execution, but both goaltenders, however, were exceptional. And from our standpoint, we continue to find ways to earn points, particularly on the road. But it feels like we let one slip tonight, having the lead, having the opportunity with the 5-minute power play. And I thought Petri's group did an excellent job killing that one off. And certainly earned some momentum heading into overtime. But that game was there for the taking for us, and I think we let it slip away. Thank you. Ich fasse es nur ganz kurz zusammen. Er sagte, jetzt war eine tolle Derby-Atmosphäre hier heute Abend. Auch die Frankfurter Fans haben seinem Team viel Power gegeben. Er sagte, es war nicht unbedingt das hochklassige Spiel. Die Pause hat sich wohl doch ein bisschen bemerkbar gemacht, aber beide Tore waren sehr stark. Und er meint, dass am Ende sein Team ein paar Punkte hat liegen lassen. Unter anderem hat er die 5 Minuten Überzahl angeführt. Und da hätte durchaus noch mehr drin sein können für sein Team. Dann gebe ich das Mikro mal weiter. Hast du es ähnlich gesehen, Petri? Guten Abend erstmal. Ja, es war wirklich nicht. Nicht vielleicht so hochklassig, wie man wünscht von der, aber wir hatten Pause, wir haben zweimal vor der Pause verloren und sind dann glücklich, dass wir mit Sieg wieder zurückkommen. Insbesondere, wir haben nächste Woche harte Spiele, dreimal auswärts und das ist gut für unsere Köpfe und insbesondere, was der Team auch gesagt hat, die 5 Minuten am Ende, was wir da, wie wir da gearbeitet haben und doch noch an uns geglaubt haben. Frankfurt hat da viel Druck ausgeübt und viele gute Chancen gehabt. Die haben Korinth überragend am Ende. Und natürlich das Tor, was wir in den Overtime geschossen haben, ein bisschen glücklich, aber das nehmen wir gerne mit. Das tun wir auf jeden Fall definitiv. Ja, dankeschön an beide Trainer. Thank you, Tim, for your statement. Dann kommen wir direkt zu den Fragen der Presse. Wenn es welche gibt. Keine, so viele Pressevertreter, keine Fragen. Okay, haben wir noch ein paar Ergebnisse? Ich muss hier mit dem Handy machen, Computer geht irgendwie nicht. Und zwar Endergebnisse Landshut gegen Weißwasser 3:4 nach regulärer Spielzeit. Bietigheim gegen Ravensburg 5:0. Rosenheim gegen SC Rissersee in Bayern Derby 1:4. Dann Kaufbeuren gegen Kassel 2:5. Dresden gegen Heilbronn 4:1 und im letzten Drittel, das Spiel ist noch nicht zu Ende, Bremerhaven gegen Krimmitschau, da steht es 4:3. Wenn jemand ein aktuelles Ergebnis hat, soll das zurufen. Keins. Okay, dann bedanke ich mich bei den Trainern, die gesagt, wir haben am Sonntag spielen wir in Ravensburg bei deiner alten Mannschaft, Petri, dann, wie du sagtest, 3 Auswärtsspiele in Folge, am Mittwoch ist Feiertag in Sachsen, da spielen wir dann in Dresden. Und am Freitag nächste Woche in Kaufbeuren und unser nächstes Heimspiel ist dann am Sonntag in einer Woche, der 23. November, 18.30 Uhr gegen den SC Rissersee. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie alle wieder mit von der Partie sind. Dann Dankeschön, unser Gästen guter Hausweg und wollen wir uns dazu fahren und unserem Team am Sonntag in Hamburg. Alles Gute, Ihnen ein schönes Wochenende, bis nächste Woche Sonntag. Dankeschön, ciao. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.